Dinge, die ich bei der Diagnose gerne gewusst hätte. Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Beitrag der diesjährigen Diabetes-Blog-Woche. Und sowas, was ich bei der Diagnose wirklich sehr gerne gewusst hätte, ist, dass mir das so viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen geben kann. Ich meine, ich dachte am Anfang, dass ich das niemals schaffen werde, aber ich habe es geschafft. Auch das hätte ich gerne gewusst. Vor allem, dass dadurch eben auch so viele Chancen entstehen. Ich konnte so viele coole Leute kennenlernen und dahinter steckt einfach so eine heftige Community online sowie auch offline. Ich hätte niemals gedacht, dass ich auf irgendwelche coolen Events wie das Barcamp oder Camp D oder so kann oder auch eben mit Diabetikern aus meiner Umgebung wegfahren kann auf ein Wochenende nach Berlin oder auf einen anderen Workshop. Also was war mega cool, was ich mir am Anfang hätte nie vorstellen können. Und für mich persönlich hatte Diabetes eben auch viele positive Seiten und hat er auch immer noch natürlich. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich auch morgen beim nächsten Beitrag wieder. Bis dahin, abonniert meinen YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ciao!